Na komm, na, werfen wir den nach da oben hin. Arschlecken, ja. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute ist für mich alles neu. Mein iPad ist leider kaputt. Das ist hoffentlich heute noch auf dem Weg in die Reparatur. Das bedeutet, ich habe mein Razer-Handy jetzt hier geschnappt, habe das mit einem HDMI-Kabel an den PC angeschlossen und deswegen spielen wir jetzt quasi hiermit. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, ob euch die Qualität gefällt. Im Endeffekt müsste die Qualität so sein wie immer. Einziger Unterschied, jetzt ist es natürlich in 16:9, bedeutet dadurch fällt der Rand an der Seite weg, wo halt noch so, ja, das Bild ist und dann noch die Creator-Code-Informationen. Creator-Code MBF, für die Leute, die es nicht wissen. Wir wollen gleich auch noch einen Clankriegsangriff machen. Das könnte auch noch relativ lustig werden, weil ich ja nicht genau weiß, ob das jetzt hiermit funktioniert, weil ich lange nicht mehr mit diesem Handy gespielt habe und... Ja, sagen wir mal so, es liegt nicht so ganz so gut in der Hand. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als Alltagshandy empfehlen. Deswegen fliegt es im Endeffekt bei mir nur irgendwo in der Schublade rum. Und ja, für solche Fälle halt, ne? Wenn irgendwann mal wieder was kaputt ist und ich es dann brauche, dann ist es da. Und dann kann ich damit aufnehmen. Wir haben 15 Mauerbrecher. Also das Ding ist, ich habe absolut keine... warte mal, wir haben keine Trainingstränke mehr. Bedeutet, ich kann die Helden nicht boosten. Das bedeutet... Ich kann die Helden jetzt gleich nicht benutzen. So, wir haben keine Belagerungswerkstatt. Das fällt auch nochmal weg. Wir müssen ein paar Gems gleich ausgeben, um den Warden fertig zu machen für den Krieg. Okay, den nehmen wir mal mit. Jetzt kann ich hier mal zumindest mal eben schnell die Mauerbrecher alle loswerden. Was habe ich hier denn drin? Oh Gott, hallo. Hallo? Ah, okay. Wieso sehe ich das nicht? Jetzt sehe ich das. Da muss ich gleich auch nochmal eben ganz schnell was wechseln. Kriegen wir aber soweit hin, glaube ich. Die Bogies müssen auch weg. Die Schleicher müssen natürlich auch alle weg. Der Loon muss auch weg. Der Sch muss auch mal eben weg. Ich brauche gleich auf jeden Fall auch noch... Ja, ich brauche im Endeffekt gleich auch noch so einen Kampfholzwerfer. Den bräuchte ich gleich auch noch. So, zack, zack, zack. Da mal eben was hin. Hier ist sowieso eine freie Fläche in der Base. Da müssen wir mal gucken. Ja, dass die da drauf gehen. Bitte. Kümmert euch drum. Das Katapult ist sowieso nicht geladen, von daher ist das jetzt nicht so das ganz große Problem. Wir holen uns jetzt mal eben noch das Elex. Ich möchte aber trotzdem mal eben den noch setzen. Ja, ich hätte den eigentlich auch von oben setzen können. Was haben wir denn jetzt noch übrig? 150.000. Ja, muss ich mal eben. Müssen wir mal eben gucken. Wo gehen? Warte, wenn ich die da hinsetze, gehen die da oben drauf. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ihr sollt auf die Mauer... Na, ja genau, ihr sollt auf die Mauer gehen. Ihr sollt alle auf die Mauer gehen, bitte. Alle auf die Mauer. Bitte. So, ja, Belagerungsmaschine, wie gesagt, können wir gleich noch wechseln. Wir dürften eigentlich auch nicht mehr alles kriegen an Zeugs. Müssen wir mal gucken. Oh, doch, wobei, ein bisschen kriegen wir noch. Ja, wir haben fast alles. Wir haben fast alles gekriegt. Ist noch in Ordnung. Ist noch in Ordnung. Das läuft doch alles noch. Das läuft. So, das Auto kaputt, bitte. Ach, die Loons. Und nicht nur die Loons. Nein. Auch noch ein Loon von dem Nono-Account und noch ein Barbar vom kleinen Nono-Account. Das ist doch schön. Ja, hat er auch die Spendenquest voll für die Clan-Spiele. So, Zauber werde ich dann gleich mal eben austauschen müssen. Ja. So, ist okay. Ordentlich Loot bekommen. Haben wir noch einen Arbeiter frei? Nein, wir haben gleich einen Arbeiter frei. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir richtig anfordern. Der arme Nono, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber wir müssen jetzt natürlich was anderes anfordern. Und zwar zwei, Test davon einen und jetzt einen Kampfholzwerfer. Den brauche ich. Wobei, brauche ich den? Nee, warte, wir brauchen den gar nicht. Wir brauchen den nicht. Das ist besser. Ich habe mir eine Taktik überlegt, ob die jetzt hier so funktioniert und gleichzeitig reden und angreifen. Es wird wahrscheinlich... Ich kann schon mal sagen, es wird wahrscheinlich relativ lustig werden und auch relativ hoch hergehen. Sagen wir es doch mal so. Es wird relativ hoch hergehen. Also, wir brauchen einen Sprung. Dann haben wir noch drei Freeze. Ja, davon machen wir auf jeden Fall mal... Na, warte, wir machen zwei weg. Das ist ein bisschen tricky hier mit der Steuerung, das muss ich wirklich sagen. Und der Warden ist noch 2 Tage, 14 Stunden am Schlafen. Ich werde wahrscheinlich noch Gems kaufen müssen. Oh Gott. Ja, das ist mein teures Vergnügen. GG, ich bin selber schuld. Oder sollen wir ohne angreifen? Nee, ohne kann ich nicht angreifen. Ich kann nicht ohne Warden angreifen. Das ist auch relativ knapp, ne? Na gut, ich kaufe mal eben ein paar Gems. Vergesst bitte nicht, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt gerne den Creator-Code ein, MBF. Ich werde mal ein paar Gems kaufen, dann machen wir unseren Angriff. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Und warte, Moment. Lass den Bildschirm ausmachen. Also, wir sind wieder da. Und jetzt werde ich mal eben den Warden fertig machen.
leider sehr teuer. Jetzt ist er auf Level 39. Jetzt stellen wir ihn natürlich auf Boden. Jo, und werden einfach mal sehen, was passiert. Wir gucken uns die Base mal ganz kurz an. Die haben oftmals einen Hund in der Clanburg gehabt. Das wäre jetzt, das wäre okay. Ich habe eh so sehr viele Bowler. Wir müssen mal gucken. Rathaus 4 Sterne. Wir versuchen, den Mauervernichter so weit durchzuprügeln, wie es geht. Das ist das Ziel. Ansonsten einfach mal gucken. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Es kann ja nur schief gehen, Leute. Ihr wisst das. Es kann nur schief gehen. Ansonsten werden wir mal sehen, wie wir das Ganze angehen. 3, 2, 1. Haben wir eigentlich noch Tränke? Moment, vielleicht kann ich einen Trank benutzen. Nein. Nichts mehr da. Gar nichts mehr da. 0,0. Also wirklich gar nichts mehr da. Hier vielleicht noch irgendwo. Machttrank. Machttrank würde ich nehmen. Supertrank kann ich nicht gebrauchen. Nein, wir haben nichts mehr, ne? Ja gut, da haben wir nichts mehr. Da haben wir wirklich nichts mehr, alles klar. So, ich bin aufgeregt, ohne Musik. Ich greife meistens immer mit Musik in normalen Clankriegen an, weil das doch sehr beruhigt und dann kann man sich viel besser konzentrieren. Und jetzt muss ich auch noch gleichzeitig reden. 3, 2, 1, los. 2 Sterne sind zumindest erstmal das Ziel. Also selbst wenn es nicht klappt, also nicht aufregen, Fred, dann bitte nicht aufregen. 1, 2, 3, Magier alle außen rum. Die können wir schon mal da einpflanzen. So, jetzt bitte macht alles kaputt außen. Es muss alles weg. Es muss alles weg. So. Ja, jetzt lauft bitte da rein. Leute, alle da reinlaufen. Nicht außenrum. Nicht außenrum. Sie laufen außenrum teilweise, oder? Laufen Sie nochmal. Drehen Sie nochmal um. Drehen Sie nochmal um. Ja, wir wissen es noch nicht genau. Wir wissen es noch nicht genau. So. Hä, wo ist denn mein... Es ist alles schief gelaufen. Es ist leider alles schief gelaufen. Das muss man jetzt... Das kann man jetzt schon sagen, das war's. Ja, das war's. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Oh, werf mir den da ein. Ja, live angreifen. Es ist immer wieder eine Freude. Es ist immer wieder eine Freude. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich das nochmal freezen? Komm, ja, werfen wir den nach da oben hin. Arschlecken! Arschlecken, ja. Super mal wieder. Nein, ich möchte dieses Scheißspiel nicht bewerten. Dankeschön. Oh Mann, jedes Mal live angreifen, es funktioniert nie. Es funktioniert wirklich nie. Es ist unglaublich. Zum Glück habe ich den Warden teuer gejammt. Das hat sich ja echt nochmal gelohnt. Können wir wenigstens noch irgendwie was kaufen oder so? Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße, wirklich. Das riecht mich so auf, ey. Das riecht mich so auf. Ja, jetzt können wir wenigstens noch für unsere Gems. Können wir das mal eben jetzt hier noch gemmen? Jedes Mal die gleiche Wichse, wirklich. Jedes Mal. Ich werde nie wieder live angreifen. Ich werde doch wieder live angreifen. Ich habe auch gesagt, ich wollte mich nicht aufregen. Und ich habe mich doch wieder aufgeregt. Ja, keine Ahnung. Ich verliere, wenn ich live angreife und gleichzeitig kommentieren muss, ich verliere direkt den Überblick. Wir haben es gesehen. Viel zu spät den Warden gezündet. Wir können ja nochmal drauf gucken, auf das Elend. Viel zu spät den Warden gezündet. Und dadurch, dass ich zu spät den Warden gezündet habe, habe ich den Mauervernichter, der ganz wichtig ist bei dieser Taktik. Der muss ganz weit durchkommen. Der ist nicht durchgekommen. Ja, dann war es vorbei. Dann war das Spiel gelaufen. So, gucken wir drauf. Ja, der ist jetzt gleich kaputt. Ah, wie weit kommt er noch? Wie weit kommt er noch? Jetzt ist er gleich kaputt. Ja, da ist der Knackpunkt. Der muss diese Mauer kaputt machen. Der muss die Mauer kaputt machen. Dann wäre es gut gelaufen. Dann wären die alle noch hinterhergelaufen. Aber nein, jetzt ja. Alle draufgegangen. Ist nicht kaputt. Mauervernichter kaputt gegangen. Mauer nicht kaputt gewesen. Dadurch den Sprung auch falsch gesetzt. Super, super. So macht das Spaß. So macht Clash of Clans auf jeden Fall Laune. Das muss man mal sagen. Das macht Laune. So, jetzt müssen wir eben noch... Zumindest mal... Also, wir können eine Aufgabe machen. Wir können eine Aufgabe machen. Und zwar... Es gibt keine Aufgabe mit einer goldenen Punktzahl. Warum? Perfektes 3-Sterne-Ergebnis, wollte mich verarschen. Ich habe doch überhaupt keine gescheiten Truppen. Ey, das ist doch ein Witz. Kriegen wir wegen so einen Kackhaufen hier zusammen? Mann, ey. Ja, komm, ich möchte bitte anfordern. Wir nehmen jetzt mal einen Kampfholzwerfer. Ich kann mir den nicht mal gerade selber spenden, weil ich mich dann aus diesem Account rausschmeißen würde. Das geht auch nicht. Wie viel müssen wir holen? 3 Sterne, ne? 3 Sterne mit einem Kampfholzwerfer.
Dann machen wir das mal eben ein bisschen anders. Dann machen wir hier mal ein paar andere Truppen dabei. Damit wir da die Chance ein bisschen erhöhen, das zu schaffen. Ein 3-Sterne-Ergebnis, aber wir können ja im Endeffekt irgendwas, wir können irgendeinen schlechten Gegner einfach nur nehmen. So. Ja, ja, hier wird's, hier ist es immer lustig. Hier ist es immer lustig. So. Lebt das Razor noch? Ja, minimal. Minimal. Warum kann mir denn kein Hallo? Hat Jakob diesen Haufen hier nicht? Wo ist er denn? Profil. Nein. Er hat ihn nicht maxed. Na gut, dann muss ich mir das Ding mal eben anders spenden. Und zwar mit meinem großen Account. Dazu muss ich in mein Handy wechseln. Dann werde ich rausgeschmissen. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, den nehmen wir mal direkt mit. Eine inaktive WTF-Base. Das lasse ich mir nicht entgehen. So, wir gucken mal. Helden haben wir jetzt nicht. Wir haben auch... Ich habe eigentlich angefordert. Ich müsste... Nein, wo ist das Ding denn jetzt? Hallo? Hä, meine Spendenanfrage ist weg und ich hab den gar nicht gekriegt. Hallo? Warum? Warum habe ich den nicht? Wo ist der Kampfholzwerfer? Ich möchte den Kampfholzwerfer haben. Hallo? Warum habe ich den nicht gekriegt? Dieses Spiel ist einfach nur eine einzige Katastrophe, wirklich. Das muss man wirklich mal sagen. Das Spiel ist wirklich eine einzige Katastrophe. Diesen Spendenbug haben sie auch seit Jahren nicht hingekriegt, aber da haut man lieber noch ein paar unwichtige Supertruppen raus. Ich habe es mir gerade selber gespendet. Aber es kommt nicht an. Es kommt einfach nicht an. Ich kriege den Kampfholzwerfer einfach nicht gespendet. Ja. Ihr habt's gesehen. Es ist alles gefüllt. Es ist... Ach, dieses Spiel, ey. Haut doch mal ein gutes Update raus, bitte. Einfach nur ein gescheites Update mal. Mehr will ich doch gar nicht. Irgendwas, was wieder mal irgendwie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Clash of Clans Community stärkt, wo alle Spieler mal wieder zusammen irgendwas machen, irgendwas aufbauen. Clash of Clans ist ein Aufbauspiel oder wegen mir auch irgendwas zusammen angreifen oder so. Es ist ja dann gehüpft wie gesprungen, das könnt ihr dann ja machen, wie ihr wollt, liebes Clash of Clans Team. Aber bitte nicht neue Sachen, bitte. Also nicht neue Belagerungsmaschinen, neue Supertruppen, neue Gebäudelevel oder sowas. Nein. Auch keine neuen Heldenlevel oder so. No, 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 no. Irgendwas Cooles. Irgendeinen coolen neuen Game-Modus. Vor allem, es gibt doch genug coole Game-Modi aus den anderen Supercell-Spielen. Da wurde ja auch schon diverse Sachen wurden ja auch schon zwischen den Supercell-Spielen übernommen. Was ja auch absolut in Ordnung ist. Derby ist ja im Endeffekt bei Heyday das. Oder beziehungsweise das Heyday Derby ist ja, glaube ich, zuerst da gewesen. Und das ist dann jetzt quasi das, was wir jetzt hier als Clan-Spiele kennen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht Operationen? Also bei Boom Beach finde ich die Operationen ganz cool. Es gibt natürlich ein paar Schwachstellen. Zum Beispiel, dass es zu Problemen kommen kann, wenn du bei Boom Beach Leute in deinem Einsatzkommando hast mit doch sehr weit auseinanderreichenden Headquarter-Leveln. Aber das kann man ja alles irgendwie hinbekommen. Jetzt müssen wir eben gucken, dass wir das mal hinbekommen, dass wir jetzt hier endlich mal unseren Kampfholzwerfer bekommen. Irgendwie funktioniert das vorne. Es funktioniert nicht. Na, jetzt hat er ihn. Dios mio, Dios mio, Dios mio. Unglaublich. Ja, dann würde ich mal sagen, suche ich mal eben noch einen Gegner raus. Am besten irgendeinen mit Loot und mit 3 Sternen, also dass wir beides unter einen Hut bekommen. Cool, Chickert und... ich habe keine Helden, ne? Das ist dann schon ein bisschen schlecht. Kurzer Cut und... bis gleich. Ja, komm, ich nehme jetzt hier den mal mit, in der Hoffnung... dass wir zumindest 2 Sterne kriegen. Es ist ja eine inaktive Base. Ja, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Wir gehen jetzt mal einmal außen rum. Setzen da mal eben die Yeti hin. Sprengen da mal eben offen. Gucken mal eben, dass wir zumindest schon mal ein bisschen Loot bekommen. Sieht aber nicht so gut aus aktuell. So, das muss kaputt. Einen davon hinterher. Jetzt müssen wir mal gucken. Wobei, ein bisschen haben wir schon gekriegt. Der kommt aber nie im Leben durch. Er kommt nie im Leben durch. Ja, das wird auch in diesem Fall wird das etwas problematisch werden, leider. Es läuft gar nicht. Es läuft heute absolut. Es läuft überhaupt nichts, null zusammen, aber ist auch in Ordnung. So, bei das Rathaus könnten wir vielleicht noch kriegen. Da ist noch ein bisschen Loot. Vorne ist auch noch ein bisschen Loot. Ja, je nachdem, wie viel die jetzt halt da holen. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal.
indem wir da jetzt mal alles drauf schicken. Ja, das hat schon mal geklappt. So, 41%. Es reicht nicht für 2 Sterne, ist aber auch in Ordnung. Ja, es ist doch egal. Immerhin hat er ein paar Geschenke in seiner Base. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich brauche jetzt auch gar nichts mehr zu setzen. Wir müssen eher auf die Helden warten. Ich habe aber keine Tränke mehr, weil ich ja alles ausgeben musste. Nein, ah Gott, ey. Ich möchte das Spiel nicht bewerten. Ich habe eben aus Versehen auch später geklickt. Ich bin einfach nur froh, wenn die Aufnahme jetzt vorbei ist, weil ich immer noch ziemlich stinkig bin, ehrlich gesagt. Bis später, Leute. Macht's gut. Denkt an den Creator-Code. Seid nicht zu hart zu mir. Bis später. Tschüss.